Die Schule ist ein Bildungsort, ein Ort, an dem die Kinder zwangsläufig viel Zeit ihres Lebens verbringen. Es besteht Schulpflicht. Die Schule hat den Auftrag, Bildung zu vermitteln. Die Schule hat aber auch den Auftrag, Kinder zu erziehen in der Zeit, in der die Kinder in der Schule sind. Dabei stößt die Schule aber natürlich immer wieder auch an Grenzen. Entweder weil die Eltern mit der Schule nicht kooperieren, weil gar nicht das Kind selber Hilfe benötigt, sondern die Familie als System Hilfe braucht. Oder auch, weil das Kind eine Form von Hilfe braucht, die die Schule, die die Lehrer nicht geben können, nicht leisten können. In all diesen Fällen wendet sich die Schule an andere Systeme um Hilfe. Ich glaube, fast zwangsläufig, die Schule wendet sich dann an die Jugendwohlfahrt. Dazu ein Bild, was macht die Jugendwohlfahrt dann? Einer der wesentlichen Aufträge, die wir haben, ist der Schutz Minderjähriger bei drohender Gefährdung. Und in letzter Konsequenz dann Erziehungshilfe. Ein anderer wichtiger Bereich ist die rechtliche Vertretung Minderjähriger, um ihre Grundbedürfnisse, insbesondere den Unterhalt, abzusichern, aber auch Förderung und Entlastung von Familien. Und hier sehen wir einen wesentlichen Auftrag über die Schulsozialarbeit. Das heißt, die Jugendwohlfahrt sieht einen wesentlichen Arbeitsauftrag, Familien in belasteten Familiensituationen, wenn also nicht das Kind selbst Hilfe braucht, sondern das Familiensystem oder das Kind eine Form von Hilfe braucht, die die Schule nicht leisten kann, durch Schulsozialarbeit zu unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass die Jugendwohlfahrt diesen Auftrag schon lange hat. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Trotzdem sind wir aufgrund der Ressourcen in den letzten Jahren immer mehr gezwungen gewesen, Hilfen erst anzubieten, wenn es zu schwerwiegenden Kindergefährdungen gekommen ist. Aufsuchende Sozialarbeit, Sozialarbeit in den Familien für die Jugendwohlfahrt, so wie sie jetzt ist, ist in Einzelfällen durchaus einmal möglich, aber es sind Einzelfälle und es ist nicht das, was wir uns wünschen, nicht das Ausmaß, das wir uns wünschen, das wir anbieten können. Ein zweiter Punkt, der auch immer wieder zu Diskussionen und Schwierigkeiten geführt hat, ist, dass kontinuierliche Kontakte zwischen Jugendwohlfahrt und Schule nur selten möglich sind. Das heißt, die Kontakte beschränken sich letztlich auf schwierige Schüler, die so schwierig sind, dass man sich einfach um Hilfe und Unterstützung als Lehrer an die Jugendwohlfahrt wendet. Und das war es dann meistens auch schon wieder. Die Jugendwohlfahrt fordert dann vielleicht mal Schulberichte an, aber so wirklich kontinuierliche Kooperation und auch Abstimmung der Maßnahmen, was passiert denn in der Schule und was passiert denn seitens der Jugendwohlfahrt, das passiert nur in Einzelfällen. Wir hoffen uns durch die Schulsozialarbeit oder Schule und Sozialarbeit, wie wir das Projekt eigentlich nennen. Zum einen, dass wir tatsächlich präventive Hilfen anbieten können und damit vielleicht auch die Eskalation zur Kindeswohlgefährdung hin anhalten können. Oder in Fällen, wo es doch um Gefährdung geht, dass wir Fälle früher erfassen, bevor sie hoch eskaliert sind und nur noch mit sehr teuren Maßnahmen dann überhaupt noch Hilfe passieren kann. An wen richtet sich jetzt das Projekt SUSA? SUSA steht, wie gesagt, nicht für Schulsozialarbeit im klassischen Sinn, sondern für Schule und Sozialarbeit. Die Sozialarbeiter werden Teil der öffentlichen Jugendwohlfahrt sein, werden aber auch in den Schulen präsent sein und werden versuchen, diese beiden Bereiche, Pädagogik und Sozialarbeit, zu verbinden.
Das Konzept ist auch kein neues Konzept, möchte ich dazu sagen. Also wir haben das nicht völlig neu erfunden. Der Magistrat Linz bietet diese Form von Schulsozialarbeit nun schon seit doch einem Jahrzehnt gut an und mit großem Erfolg. Wenn ich mich umhöre unter Lehrern, die in Linz unterrichten und die das Glück haben, in einer Schule zu unterrichten, in der Schulsozialarbeit passiert, höre ich in der Regel immer wieder, dass sie die Schulsozialarbeit nicht missen möchten. Dass es wirklich Hilfe für die Schule, für die Familien, für die Kinder bedeutet, dass hier eine Schulsozialarbeiterin in der Schule vor Ort ist, mit den Kindern und den Lehrpersonen Kontakt hat. Wir wenden uns ganz bewusst, geht es bei uns nicht nur um die aggressiven Kinder, um die geht es auch, um die Gewalt in der Schule. Es geht aber schlicht um Kinder, die in ihren Fertigkeiten den Schulalltag zu bewältigen, von der Familie nicht gefördert sind. Damit man Schule bewältigen kann, muss man eine Menge können. Man muss regelmäßig aufstehen können, man muss regelmäßig in der Früh, wenn die Schule beginnt, auch wirklich in der Schule sein. Man muss dann stillsitzen können, eine Stunde lang, und man muss auch die Pflichten, die die Lehrer einem so auftragen, wirklich erfüllen können. Dazu brauchen Kinder Hilfe, Unterstützung und Erziehung von ihrem Elternhaus. Nicht alle Kinder bekommen das. Und eine Zielgruppe sind diese Kinder, die eben diese Fertigkeiten von zu Hause nicht mitbekommen. Wir wenden uns auch an die Eltern dieser Kinder. Wenn Kinder auffällig sind, dann liegt es oft nicht daran, dass das Kind irgendwie nicht richtig tickt, sondern es liegt daran, dass die Eltern, dass es in der Familie Probleme gibt und dass eigentlich auch die gesamte Familie oder die Eltern Hilfe brauchen. Oft angesprochen worden sind heute schon die Kinder und Jugendlichen mit auffälligem Sozialverhalten. Noch nicht angesprochen oder vielleicht doch sind Kinder in Konfliktsituationen, die im Rahmen der Schule alleine nicht gelöst werden können. Und Kinder mit Integrationsproblematik sind heute auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Wichtig für alle Formen von Schulsozialarbeit, egal ob es jetzt eine Form, wie wir sie wählen, durch die Jugendwohlfahrt ist oder auch andere Formen ist, dass die Schulsozialarbeit immer auch ein wichtiger Ansprechpartner für Lehrerinnen ist, die sich Sorgen um das Wohl eines Kindes machen. Was wir vorhaben, ist nicht nur in der Schule mit Schülern arbeiten, wir haben aufsuchende Sozialarbeit vor. Wir wollen zu den Kindern nach Hause gehen und der gesamten Familie konkrete Unterstützungsleistungen anbieten und nicht nur den Kindern in der Schule. Was uns auch ganz wichtig ist, das ist von den Lehrern, die mit in der Konzeptentwicklung dabei waren, immer wieder angesprochen worden. Es ist ganz wichtig, dass Schulsozialarbeit auch Verbindlichkeit schafft. Dass es nicht bloß um etwas geht, wo es rein um Freiwilligkeit geht, wenn das Kind oder die Familie gar nicht interessiert ist, dann lassen wir es halt auch wieder. Es geht hier sehr wohl auch um Verbindlichkeit. Was uns auch wichtig ist, da wir ja in unterschiedlichen Systemen zu Hause sind, Jugendwohlfahrt ist ein anderes System als die Schule, an dieser Schnittstelle, wir wollen nicht Hilfesysteme, die es in der Schule schon gibt und die auch gut funktionieren, überflüssig machen, sondern dort ansetzen, wo diese Hilfesysteme mit ihren Möglichkeiten erschöpft sind. Das heißt, Schulsozialarbeit soll nicht Betreuungslehrer ersetzen, sondern Schulsozialarbeit wird dann benötigt, wenn Betreuungslehrer mit ihren Möglichkeiten nicht mehr die richtige Form von Hilfe sind.
SUSA ist ein präventives Angebot. Das heißt, wir wenden uns nicht an Kinder primär, die bereits manifest schwer gefährdet sind, wo es Erziehungshilfemaßnahmen von vornherein erkennbar braucht. Wir wenden uns an Kinder, die mit den Anforderungen dessen, was man für Schule können muss, rechtzeitig aufstehen etc., Hilfe brauchen, Familien, wo es zum Beispiel auch darum geht, sie dorthin zu bringen, zu anderen sozialen Diensten zu bringen. Was weiß ich, die Lehrer haben empfohlen, dass man doch bitte mal zur Schulpsychologin schauen soll. Die Familie sagt auch, ja, machen wir, aber sie kommen dort nie an. Hier wirklich dafür zu sorgen, dass die Familie bei dieser Hilfe dann auch tatsächlich ankommt. Was aber durchaus auch passieren wird, wir wissen das vom Magistrat Linz, dass natürlich im Zug der Arbeit mit einem Familiensystem es sich herausstellt, hier geht es doch um Gefährdung. Und das ist jetzt ein Anliegen, das ein primäres Anliegen der Jugendwohlfahrt und nicht der Schule ist. Hier soll die Schulsozialarbeit dann bis zum Hilfeplan auch das Abklärungsverfahren durchführen, um die Sozialarbeit auf den Jugendämtern nicht noch durch weitere Fälle schwieriger zu machen. Was es zwischen Schule und Jugendwohlfahrt immer auch gibt, sind Kommunikationsprobleme. Der eine weiß über den anderen nicht so recht Bescheid, was die alles machen. Und hier soll die Schulsozialarbeiterin durchaus das Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen der Jugendwohlfahrt in der Schule mehren. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon einmal gesagt. Wir arbeiten in einem Feld, wo bereits viele arbeiten. Wir wollen keine der bereits etablierten Hilfeeinrichtungen ersetzen. Wir wollen aber dazu beitragen, dass das Wissen, dass es das alles gibt, auch wirklich in der Schule vorhanden ist und diese Angebote besser vernetzen. Das bringe ich mir. Das habe ich schon gesagt. Die Schulsozialarbeit wird Teil der öffentlichen Jugendwohlfahrt sein. Die Sozialarbeiterinnen werden also von der Jugendwohlfahrt, wir wissen noch nicht genau, wie die Anstellungsträgerschaft geregelt wird, aber sie werden jedenfalls Kolleginnen der Jugendamtssozialarbeiterinnen sein und mit denen auch in einem Team arbeiten. Beim Magistrat Linz funktioniert das in ähnlicher Form durchaus sehr gut. Es ist nicht so, wie ich das heute ein paar Mal schon als Sorge gehört habe, ja, soll man das wirklich so nahe an die Jugendwohlfahrt anbinden, führt das nicht zu mehr Problemen, als es hilft. Es ist mit den Familien, die Hilfe brauchen, kein wirkliches Problem, dass beim Magistrat Linz die Sozialarbeiter an die Jugendwohlfahrt angebunden sind, solange das von vornherein transparent ist. Wenn man über Systemgrenzen hinweg kooperiert, muss man sich immer auch anschauen, wie an diesen Nahtstellen tatsächlich kooperiert wird. Wir haben mit der Schule das sehr lange und ausführlich besprochen. Es ist geplant, dass der tatsächliche Einsatz, sage ich auch noch dazu, es wird in der ersten Ausbaustufe für ganz Oberösterreich inklusive der Magistrate, also jener, die es bereits gibt, 52 Personaleinheiten geben. Wir haben, glaube ich, so 800 oder 900 Pflichtschulen in Oberösterreich und mehr als 100.000 Pflichtschüler. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass wir nicht einfach mit Gießkanne diese 52 Sozialarbeiter verteilen können. Das würde als ziemlich wirkungslos sehr schnell verpufft sein. Es wird daher regionale Arbeitsgruppen geben, in der die Schulseite und die Jugendwohlfahrtsseite gemeinsam entscheiden, in welchen Schulen diese Sozialarbeiter eingesetzt
werden, wo der größte Bedarf ist, die größte Not ist. Es wird dabei natürlich auch Schulen geben, die es vielleicht auch ganz gut brauchen könnten, in denen es aber aufgrund mangelnder Ressourcen dann doch nicht möglich ist, dass eine Sozialarbeiterin vor Ort ist. Es braucht dazu natürlich dann ganz konkret zwischen den einzelnen Schulen und der Jugendwohlfahrt Kooperationsvereinbarungen, um die Rahmenbedingungen in den Schulen zu klären. Gibt es einen eigenen Raum zum Beispiel, wo man mit einem Kind mal reden kann? Und es braucht Regelungen, wie der Zugang zur Schulsozialarbeit überhaupt ist. Wir haben jetzt in einer Arbeitsgruppe zum Konzept vereinbart, dass in den Präsenzschulen, das heißt dort, wo die Sozialarbeiter regelmäßig vor Ort sind, das wird vielleicht nicht täglich sein, aber vielleicht ein Vormittag die Woche, zwei Vormittage die Woche, für Kinder, Eltern und Lehrer ein unbürokratischer Zugang ist. Also da gibt es keine besonderen Regelungen mehr, an die man sich halten muss, wie man zur Schulsozialarbeiterin kommt. Wir haben gesagt, dass Kinder und Jugendliche, Eltern, deren Kinder in andere Schulen gehen, über die Bezirkshauptmannschaft die Schulsozialarbeit auch unbürokratisch erreichen können sollen. Die schlechte Nachricht zuletzt für die Lehrerin dieser anderen Schulen, wo also die Schulsozialarbeit nicht vor Ort präsent ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich auch mal an die Schulsozialarbeit wenden. Hier haben wir allerdings bürokratische Schranken eingezogen. Diese Lehrer müssen sich über die Schulleitung und den BSI an die Sozialarbeiter wenden, schlicht um zu verhindern, dass die Sozialarbeiter mit Fällen überhäuft werden und über kurz oder lang dann so viele Fälle, dass sie auch wieder eigentlich nichts mehr tun können, überhäuft sind. In Oberösterreich gibt es bereits eine funktionierende Kooperation zwischen Schulen und Jugendwohlfahrt, überall dort, wo es wirklich um eine Meldepflicht geht. Und hier sind in den letzten Jahren sehr viele Regelungen bereits verbindlich vereinbart worden und wir sind übereingekommen, dass sich an diesen Regelungen durch SUSA nichts ändert. Das heißt, das, was bisher zur Meldung, wenn ein Kind schwer vernachlässigt, misshandelt, missbraucht wird, gilt, Schriftlichkeit und über die Schulleitung. Das gilt natürlich auch, wenn SUSA vor Ort ist.